Okay, jetzt müssen wir da irgendwie hoch und müssen da die das Ding hier. Ich wäre soweit. Kletter hoch, ich helfe dir. Yep. Räuberleiter. Die Brücke. Wir sollten sie besser runterlassen. Machen wir gleich. Okay, erstmal Brücke runterlassen. Können wir gemeinsam. Eroberten Amicia die Amazone. Und Melly die Verstohlene. Das Chateau d'Enfer. Du hast viele Bücher gelesen. Ich. Komm, wir müssen den Bereich da unten noch säubern. Wir brauchen dafür das Feuerbecken oben vom Wall. Ich gebe dir mit diesem hier Deckung. Gut, ich komme runter. Ja, runter? Was, das macht nur das hier? Na toll. Wir können auch bestimmt von hier aus schon mal. Und hier. Das war schlecht. So, okay. Sie gibt mir Deckung. Melly, du findest immer die richtigen Worte, was? Alles gut. Das hier ist euer Chateau. Ihr habt eine Verbindung dazu. Unser Schloss. Stell dir mal vor, wir könnten hier alle zusammen leben. Mir liegen Gewölbe irgendwie näher, weißt du? Wie soll ich da nur hochkommen? Aber die verfluchten Ratten sind überall. Sehr witzig. Jetzt lasst mich durch. Warten. Und hoch. So, jetzt drehen wir die Ratten zurück. Das ist unser Zuhause. Zurück. So erobert man ein Schloss. So wird man krank. Nein, meine Geschichte endet anders. Okay. Haben wir was falsch gemacht? Wir sind jetzt die Ratten frei. Falsch gemacht oder was? Was sind da die Ratten? Was nun? Hier hoch. Und da wo geht's jetzt lang? Ich versuch's mal hier. Verschlossen. Wo ist sie? Sie ist da drüben. Oder? Hm.
Was tun wir jetzt? Autsch. Okay, hier müssen wir nochmal hoch. Einmal hier vorbei vielleicht. Nein. Wo kommen denn die her? Wo kommen denn die Ratten her? Die waren noch da eingekesselt. Komm, wir müssen den Bereich da unten noch säubern. Als ob wir brauchen dafür das Feuerbecken oben vom Wall. Ich gebe dir mit diesem hier Deckung. Gut, ich komme runter. Ja. Hat ja sehr gut geklappt. Was war das? Nichts, nur ein beschissener alter Hebel. Melly, du findest immer die richtigen Worte, was? Alles gut. Das hier ist euer Chateau. Ihr habt eine Verbindung dazu. Unser Schloss. Stell dir mal vor, wir könnten hier alle zusammen leben. Mir liegen Gewölbe irgendwie näher, weißt du? Wie soll ich da nur hochkommen? Du brauchst eine Leiter. Aber die verfluchten Ratten sind überall. Tja, Amicia, die Amazone. Erzähl dir doch ein bisschen. Sehr witzig. Hoch! Dumm, batz, dumm, bumm. Komm, wir müssen den Bereich da unten noch säubern. Ja, doch. Das Feuerbecken oben vom Wall. Ich gebe dir mit diesem hier Deckung. Gut, ich komme runter. Und danach ist es wohl noch nicht geschafft. Was war das? Nichts, nur ein beschissener alter Hebel. Melly, du findest immer die richtigen Worte, was? Alles gut. Das hier ist euer Chateau. Ihr habt eine Verbindung dazu. Als ob. Als ob. Okay, muss ich von oben machen, wie ich das am Anfang gemacht habe. Wir müssen den Bereich da unten noch säubern. Wir brauchen dafür das Feuerbecken oben vom Wall. Ja, fangen wir an. Hier. Gut, ich komme runter. Becken muss dann von unten machen, oder? Sehr schön. Was war das? Nichts, nur ein beschissener alter Hebel. Melly, du findest immer die richtigen Worte, was? Alles gut. Das hier ist euer Chateau. Ihr habt eine Verbindung dazu. Unser Schloss. Stell dir mal vor, wir könnten hier alle zusammen leben. Mir liegen Gewölbe irgendwie näher, weißt du? Wie soll ich da nur hochkommen? Aber die verfluchten Ratten sind überall. Ja, die Amazonen. Erzähl ihnen doch ein bisschen. Sehr witzig. Und hoch jetzt. Jetzt hoch. Und nun, wo wir hier oben sind. Bringt doch ja eh nichts. Das jetzt hier lang schieben. Sind die dort in der Mitte? Ich komme doch da nicht mehr hoch. Oder wie, was, wo, wann? Ist da jetzt der Plan? Hier drüben ist das Chaos ausgebrochen. Ich brauche dich hier. Bin unterwegs. Gut, dann also nochmal. So erobert man ein Schloss. So wird man krank.
Nein, meine Geschichte endet anders. Wie kommen wir da jetzt rüber? Kommen wir vielleicht irgendwie über den Wall oder? Nehmen wir lieber einen Stock mit. Ich bin wieder hier und nun wieder aus der Plan. Sind jetzt dort eingekesselt. Vielleicht können wir den nur nach rechts. Nee, das ist es ja nicht. Nee, das ist auch nicht. Okay, ich versuch's mal. Haben wir den wieder dort drüben? Jetzt kommt er wieder zurück. Und was ist der Plan? Sag mal an. Wie kriegen wir die da raus? Da sehe ich was blinken. Ein Truhe. Sollen wir da oben irgendwie auf den Wall und von dort aus noch was machen? Prinzipiell ja, müssen wir von dort aus noch mal können. Wie kommen wir auf den Wall? Wenn der Weg dort versperrt ist und hier auch schon die Ratten wimmeln. Ich hoffe, ich sterbe jetzt hier nicht. In der Theorie müsste ich doch jetzt hier rein können. Können wir sie doch hier raus vertreiben, oder? Scheiß, wir haben's fast geschafft. Ja, genau so. Mit diesen edlen Worten machten sie sich daran, zurückzuerlangen, was rechtmäßig ihnen gehörte. Ein Hai. Hör auf damit. Komm schon, hier gibt's sicher irgendwo auch ein schönes Gewölbe für dich. Amicia, so einfach ist das nicht. Du kennst mich doch gar nicht. Na gut, ich verstehe. Jetzt von unten. Jetzt lasst die Drachen frei. Na los, zurück mit euch, ihr Mistviecher. Weicht zurück vor Amicia der Amazone und Melly der Furie. Was? Und drin sind sie. Melly die Furie? Ich hab doch gesagt, du kennst mich nicht. Jetzt Feuer reinwerfen in die Hülle. Geschafft. Wir haben sie zurückgedrängt. Vorerst. Die Burg hat uns das Leben gerettet. Ja, Laurentius hatte recht. Könnten wir unseren Sieg, wenn es euch nichts ausmacht, vielleicht im Trockenen feiern, ja? Natürlich, auch zum Turm. Ja, kommt zum Feuer, wärmt euch auf. Es ist riesig. Morgen können wir es erkunden. Das ist jetzt unser Zuhause. Vorerst.
Kapitel 8. Unser Zuhause. Vorerst. Ui. Ist ja fantastisch. Du hast schlecht geträumt. Du bist schon wach? Ja, ich habe ganz viele Sachen gefunden. Ich zeig sie dir. Sie werden dir gefallen. Ein Geräusch. Aber die schon. Das ist Lukas, komm mit, dann wirst du es sehen. Gut. Vielleicht werde ich dann wacher. Hoffentlich. Hier unten. Kaffee hatten sie noch nicht damals. Im Europa des Mittelalters. Ja, wahrscheinlich nicht. Wir müssen diese Strohmatratzen zusammenflicken. Ja, die Frage ist, wie lange wir hier in Sicherheit sind. Das, wie ich diese Spiele kenne, kann sich das nicht um eine lange Zeit handeln. Das sollte mir die Sache erleichtern. Mhm. Oh, wir haben ja was Neues. 4 Räuberessig. Ingefähr können wir auch können wir herstellen. Sehr schön. Und die Bänder haben wir jetzt auf die letzte Stufe ausgerüstet. Und dann können wir es nochmal aufrüsten. Haben wir Stop-Bänder. So, ich mal gucken, ob wir hier noch was finden. Material sammeln. Ist ja unseres. Ach ja, die Dinge, die wir gefunden haben. Zumindest können wir sie so in diesem Chaos nicht verlieren. Ja, das ist jetzt 1. Eine Rosenkranz. Und die Dinge, du. Es deutet an, dass da noch einiges kommen wird. Okay. Bei Hugo bleiben. Ah, okay, ja, da geht's raus wahrscheinlich. Hier müssen wir mal einen Gärtner anstellen, der hier ein bisschen Grünzeug entfernt. Ein ganz schönes Stück Arbeit. Ganz genau. Ein grüner Löwe, der die Sonne verschlingt. Hoffentlich keine Prophezeiung. Ikonografie. Ja, das müssen wir uns auch noch irgendwann mal durchlesen, diese ganzen Sachen, Banner und Gegenstände, die wir gefunden haben. Die Sonne beherrscht den Mond, anstatt sich mit ihm zu vermählen. Lukas! Oh, da seid ihr ja. Gut geschlafen? Ein bisschen. Das Labor ist runtergekommen, aber hat mich inspiriert. Ich habe das große Werk fast vollbracht und ihr könnt mir helfen. Oh, ja, ja. Eine Frage, gibt es da einen Unterschied? Amicia, ich brauche die Fiole links auf dem Tisch. In Ordnung. Und ich? Was kann ich? Ich habe da gerade nicht ganz mitbekommen, worum es ging, aber so auf einem Ort habe ich mitbekommen. Die Sonne vermählt sich nicht mit dem Sonne, sondern beherrscht den Mond. Gibt es da einen Unterschied? Vermählen und beherrschen. Hier haben Alchemisten gelebt. Vielleicht auch Laurentius. Wenn es die Sonne ist. Passt ja. Nee, ja. Kleiner hier. Witz. Sonst noch was? Ja. Den konzentrierten Lorbeersaft. Direkt hinter mir. Ich hole ihn. Was ist ein großes Werk? Was zum Essen? Das ist ein Elixier, das deinen Pfad erleuchtet. Ein Leuchtfeuer für den Träger der Makula. Es ist mir heute nicht so der Fan von Eo und so. Hier. Gut. Dann jetzt die Engelsträne. Die Krönung der Alchemie. Das Elixier. Beziehung. Wow, das große Werk.
Das war eigentlich nicht geplant. Das macht nichts, Lukas. Vielleicht solltest du dich ausruhen, oder Hugo? Gut gemacht, Lukas. Du bist ein Zauberer. Amicia, komm. Ich komme. Hast du eigentlich Melly gesehen? Nein. Vielleicht ist sie schon aufgebrochen. Oh nein, ich wollte mich doch verabschieden. Hier liegt viel Zeug rum. Man reicht aber noch nicht für etwas. Da müssen wir noch ein bisschen sammeln. War aber klar, dass wir das so schnell nicht zusammenkriegen, das Zeug. Oh, dieses Chateau muss schon seit Jahrhunderten leer stehen. Hallo! Da unten ist doch noch was. Komm, Amicia, mach schrei doch nicht so! Der Tiegel eines Alchemisten. Da wird Lukas sich freuen. Will dir das hier, dass alle uns hören und herkommen? Ich meine. Wir sind zwar jetzt momentan in Sicherheit, aber... Na, habt ihr beiden Spaß? Die Inquisition sicher auch. Melly! Ich wollte auch gerade sagen. Komm. Brüllt nicht so rum, das hört man doch bis ins Tal rein. Das ist, ich meine... Wir sind zwar für den Moment in Sicherheit, aber es ist... Wenn wir hier so rumbrüllen... Das hören die bestimmt. Und diese Festung, die Festung können wir hier nicht... Die können wir zu viert oder fünft nicht gegen ein Heer aus hunderten von Leuten verteidigen. Ja, was ist denn? Dieses Chateau ist eine Ruine. Ah. Das ist genau, was ihr braucht. Wer auch immer es gebaut hat, wollte seine verdammte Ruhe haben. Eben. Macht keinen Ärger und alles wird gut. Also, gehst du Arthur holen? Wenn ich helfen kann... Arthur ist mein Problem. Du hast es ja gehört. Diese Hunde von der Inquisition haben ihn in die Bastion gebracht. Ich weiß, wo ich suchen muss. Ich finde ihn. Sieh mal, Amicia. Und wegen Hugo. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber glaub mir, es ist es wert. Er wird dich retten. Letzten Endes retten sie uns immer. Selbst wenn man Brüdern ab und zu den Hals umdrehen will. Die Symbole, Amicia. Das glaube ich dir. Geh nicht ohne Lebewohl zu sagen, ja? Als ob das meine Art wäre. Amicia, komm bitte. Ja, Hugo, was hast du gefunden? Der nervt ein bisschen. Ja, wie? Da unten, da ist die Zeichnung. Welche Zeichnung? Die im Speisesaal. Ich zeig sie dir, komm mit. Ich folge dir. Also wie gesagt, das ist eine Ruine, das ist eine Burgruine. Und wirklich, also, wir sollten ja wirklich ruhig sein und uns vielleicht nicht unbedingt... Nicht mit Venen Flaggen oben auf den Turm stellen und darunter brüllen oder sonst irgendwas machen. Das ist halt. Diese Ruine können wir nicht gegen. Das sind dieselben Symbole. Ja. Vielleicht das Wappen der Alchemisten? Hast du den Baum gesehen? Diese Ruine können wir nicht gegen 100 Mann verteidigen. Das ist. Gegen einzelne vielleicht, ja. Aber. Komm zurück! Wo gehst du hin? Oh, sind das deine neuen Freunde? Ja! Bleibt unaufmerksam. Also bleibt unentdeckt. Unauffällig war das Wort. Baummedaillon an einem Baum. Naja. Physikalisch ist die Kette gerade nicht so richtig. Nein. Hör zu, wir werden ein Heilmittel für dich finden.
Und jetzt haben wir doch auch Lukas und Melli. Lukas, sieh mal die Schmetterlinge. Sieht aus, als hätte hier jemand Spaß. Es wird immer größer. Ja, die Makula breitet sich in seinem Blut aus. Die Bücher besagen, dass es mehrere Schwellen gibt und der Träger bei jeder Schwelle Gefahr läuft, zu sterben. Wie viel Zeit haben wir? Sehr wenig. Hugo hat die erste Schwelle fast erreicht. Mein Meister und deine Mutter wollten den Prozess verlangsamen. Aber wie? Was haben sie getan? Sie haben an einem sehr komplexen Elixier gearbeitet, um ihm Zeit zu verschaffen. Und kannst du es zubereiten? Mir fehlt ihr Wissen. Doch ihre Arbeit basierte auf einem verbotenen Buch, dem Sanguinis Itinera. Mit dem Buch? Könntest Leider du also... nicht. Das Sanguinis Itinera ist gefährlich. Es ist mit anderen Werken im Keller der Universität eingeschlossen. Dorthin zu gelangen ist fast unmöglich, wenn nicht Selbstmord. Gewöhnlich schon. Aber wenn wir uns das Chaos zunutze machen, hätten wir eine Chance. Ich weiß, wo das ist. In der Stadt in der Nähe vom Gefängnis meines Bruders. Wenn du das riskieren willst, helfe ich dir reinzukommen. Danke. Gut, ich packe meine Sachen. Komm zu mir nach drin, wenn du gehen willst. In diesem Fall braucht ihr Ausrüstung. Ich bereite sie vor. Hugo, es tut mir leid. Ich muss weggehen. Keine Sorge, ich bleibe bei Lukas. Gut, ich bin bald zurück.